Wir möchten Ihnen die überragende Siegerin vom letzten Festival vorstellen, mit dem Titel J'aime la vie, Sandra Kim. Bravo, félicitations encore une fois par du Musicland. Sandra, il y a 13 jours d'avoir gagné le concours et depuis là, sûrement ta vie a bien changé, n'est-ce pas? Oui, oui, je fais beaucoup des TV dans tous les pays. Tu as beaucoup voyagé dans les 2 semaines? Oui, oui. Et tu es content de cette vie? Beaucoup. Ça te plaît? Oui. Écoute, en Suisse, il y avait plein de discussions dans les journaux. On parlait de ton âge. Tu peux nous dire ton âge, ton vrai âge? J'ai 14 ans et demi. Alors, c'est juste. Sie hat gesagt, es ist ein ganz neues Leben, das sie jetzt hat. Sie ist den 14 Tagen, seit sie Eurovisionssiegerin ist, natürlich durch alle Länder gereist. Und auf die Frage, wie alt sie ist, hat sie gesagt, 14, also das offizielle Alter. Stimmt auch, wir dürfen es ihr sicher glauben. Mais t'as vu beaucoup changé, tu voyages, mais tu vas toujours à l'école, n'est-ce pas? Mais pour le moment, je n'y vais pas beaucoup avec tout ça. Mais tu veux continuer quand même les études? Oui, quand même, c'est important, les études. Et ton école Il te laisse partir, des fois, pour la télévision, comme ça? Oui, le préfet est d'accord. Ah ouais? Oui. Aussi pour aujourd'hui, tu as donné un congé, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, c'était la grève en Belgique. La grève des professeurs? Oui, de tout. Ah, c'est formidable. Sie hat gesagt, normalerweise kommt sie frei über. Die Schule, also ihre Rektor in der Schule ist sehr tolerant und er hat Freude an ihrem Erfolg. Er lässt sie auch weggehen für Fernsehsendungen. Aber heute hat sie nicht müssen fragen, weil sie nämlich
Heute ist der Streik der Lehrer und aus diesem Grund hat sie also ohne frei zu nehmen, können weggehen. Und wir hoffen natürlich, dass es noch ein paar weitere Streiks gibt, damit wir sie möglichst viel sehen können am Fernsehen. Encore une fois, félicitations et bonne chance. Profitez. Au revoir. Sandra King.